Assistentin. Sowohl Nadja als auch Verona werden ihn nicht mehr los. Bei öffentlichen Auftritten wie hier bei der Verleihung der goldenen Kamera ruhen die Blicke stets auf beiden Kontrahentinnen. Millennium, Welterfolg, Popmusik, made in Germany für Modern Talking. Zwei Frauen und ein Mann. Das ist von vornherein klar, dass es da eine Auseinandersetzung gibt. Und Nadja ist in der Beziehung die Siegerin geblieben. Auf lange Sicht, ja. Und ja, sich ist. Seit Beginn dieses Jahres arbeitet Nadja Abdel-Farah konzentriert an einer eigenen Karriere, will aus dem Schatten ihres berühmten Partners heraustreten. Einen ersten Job bekommt sie als Werbeikone für eine Bierkampagne. Wenn Männer beim Bier sitzen, reden sie... Ja, Nadja, ich wünsche dir alles Gute zu deiner Sendung und bei mir hat es ja mehr als 10 Jahre gedauert, bis ich eine Nummer 1 hinbekommen habe und ich hoffe, das geht bei dir ein bisschen schneller. Ich hoffe, dein Publikum und du hast viel Spaß an der Sendung und zu den Kritikern natürlich, wie gesagt, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, seid nicht so ganz streng mit ihr und so, ich glaube, das wird bestimmt.